Willkommen Freunde, eine weitere ID ist erfolgreich überstanden und da es eine Zeitwanderungs-Dungeon-ID war, habe ich auch die Zeit genutzt, jeden Tank, der noch offen war, auf 70 hochzuzocken und die Weekly zu machen, so wie jetzt hier meine Holy Priesterin auch einmal auf 70 hochgezockt, Weekly gemacht und bei 3 Chars haben wir auch noch eine Belohnung in der großen Schatzkammer, die schauen wir uns gleich an. Vorneweg, wir haben... Oh, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir hier 4 mythische Dungeon haben. Aber diese ID ist eine PvP-ID. PvP ist nicht mein Steckenpferd. Vielleicht investiere ich dann ein bisschen mehr Zeit in Raids und Mythisch Plus. Aber fangen wir einmal damit an, die große Schatzkammer uns anzuschauen. Priest ist Nummer 1. Ich habe hier LFR Raids gemacht. Und da haben wir 2 Belohnungen. Nummer 1 ist eine Einhandwaffe. Den Dolch habe ich beim Würfen leider nicht bekommen. Und einmal die Setbrust. Ich würde sagen, wir nehmen die Setbrust. 408er Item. Erstes Setteil. Wunderbar. Schöne Verbesserung. Dann werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, upsala, wie das gute Stück ausschaut. Und Item Level 390, noch nicht ganz so hoch. Ich werde nochmal versuchen, hier ein bisschen Zeit vielleicht in Mythisch Plus zu investieren. LFR Raids auf jeden Fall und dadurch dann auch nochmal ein bisschen meine Heal Skills aufzuwerten. Wir machen weiter mit dem Hunter. Der Hunter hat in dieser Woche nur ein wenig M Plus gemacht, aber wir sollten hier, glaube ich, nur 1 Slot frei haben. Von daher haben wir nicht so viel Auswahl. Wir haben aber die Set-Hände bekommen. Wunderbar. Die haben wir noch nicht. Wir haben blaue Hände. Von daher können wir die Brain AFK auswählen. Und wir bekommen hier natürlich auch einen neuen Schlüssel. Sehr schön bei der Priest. Dame hätte ich auch gleich nochmal eben einen Schlüssel ziehen können. Tiefenfuhl, ja, nicht ganz so geil, aber als DDler kein Problem. Ansonsten können wir einfach einen anderen Dungeon machen, den Schlüssel austauschen und gut ist. Hier haben wir jetzt einen Gearscore von 394. Hände sind absolut in Ordnung. Beim nächsten Setteil gibt es auch schon den ersten Bonus. Und wir machen einmal weiter mit dem Druiden, denn der war im Raid unterwegs und auch in Mythisch Plus. Und da ist auch der letzte, ihr seht's, ich habe hier Flügel, ich habe ein Set-Item bekommen. Aber wir wollen einmal schauen, welche Belohnung denn diese Woche für uns die beste sein könnte. Wir haben hier einmal den Set-Kopf. Wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. Oh, hier habe ich erst 382. Nicht so gut. Ring brauchen wir nicht. Brust wäre eventuell auch nicht schlecht. Hier haben wir Tempo-Meisterschaft. Hier haben wir Crit-Tempo. Und das letzte, was wir jetzt hier haben, sind Beine, Set-Teile. Ich würde sagen, wir nehmen einfach diese Beine. Die sind vom Gear-Score am höchsten. Tempo-Vielseitigkeit. Vielseitigkeit bringt mir auch sehr viel, natürlich auch mehr Ausdauer, Beweglichkeit als auf den anderen Items. Ja, greifen wir uns mal schicke neue Höschen und dann werfen wir auch noch mal einen Blick auf den Schlüssel. Einmal die Höschen, Freihafen, sehr schön, aber schon wieder ein Fünfer, wundert mich ein wenig, aber egal. Set-Hosen kassiert. Wir brauchen noch ein Set-Item. Dann haben wir den Set-Bonus für Eisenfellplätten. Sehr schön. Sieht gut aus. Hier sind wir jetzt Gearscore 410. Weil bei mir, wenn ich eine mythische Instanz mache oder... Ja, okay, bei dem Raid habe ich nach dem letzten Boss, nach dem 9. Boss auch die Set-Schultern bekommen. Aber generell mythisch plus droppt bei mir nichts. Wir haben aber hier schon mal die magische Grenze von 410 erreicht. Nächstes großes Ziel ist 420. Dadurch, dass wir diese Woche keine, ja,
PvE-Woche haben für die Weekly, werde ich mal versuchen, ein bisschen mehr Zeit in Raids zu investieren. Ich habe jetzt einmal den Raid gemacht. Zweimal. Einmal mit dem Druiden als Heal und mit dem Priest als Heal. Ich habe die Bosse noch nicht so ganz verstanden. Diese Woche werde ich mich mal versuchen im Bereich tanken und schauen, wie das denn läuft.